Wir beginnen. Ich glaube, es ist schon live. Schönen guten Morgen zu einer weiteren Vorlesung im Rahmen des Moduls Emerging Fields in Architecture, Abteilung Hochbau 2 an der TU Wien. Heute freue ich mich, Universitätsprofessor Dr. Simon Güntner begrüßen zu dürfen. Er ist seit 2018 Professor für Raumsoziologie hier an der TU Wien. Simon Güntner studierte Sozialwissenschaften und Stadtplanung in Konstanz, Duisburg und Cardiff. Von 2000 bis 2005 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Soziologie an der TU Berlin. Von 2006 bis 2009 arbeitete er als Policy Officer für Social Affairs beim europäischen Städtenetz Eurocities in Brüssel, wo er die Kommunikation zwischen Großstädten und EU-Institutionen, vor allem in den Themen Wohnungspolitik, Migration und Asylpolitik, Armutsbekämpfung und Sozialpolitik, wie auch Bildungs- und Beschäftigungspolitik koordinierte. Von 2009 bis 2018 war er der Professor für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Heute spricht Professor Simon Güntner über die sogenannte Settlement Sociology, ein radikaler Ansatz, der die Analyse von sozialen Problemen in städtischen Elendsquartieren in den Dienst der Verbesserung der Lebensverhältnisse stellte. Das klingt nach einem wahnsinnig spannenden Vortrag und ich freue mich, lieber Simon, dass du wieder bei uns beim Modul bist. The floor is yours. Vielen Dank fürs Kommen. Wunderbar, vielen Dank für die Einladung. So, dann versuche ich jetzt mal, also alle, die jetzt hier zuschauen, ich habe es gerade schon gesagt, in der Vorbereitung, mein Computer ist sehr langsam heute. Ich hoffe, es funktioniert. Jetzt versuche ich mal, meinen Bildschirm freizugeben. So, ist das für euch und Sie sichtbar? Ja. Ja, okay. Alles klar. Und hören könnt ihr mich auch gut? Ja. Okay, gut, dann fange ich an. Vielen Dank, Sandra, für die Einladung und für die Anmoderation. Ich sag mal, ich habe so für eine gute halbe Stunde wahrscheinlich Folien vorbereitet und würde dann ganz gerne im Anschluss mit euch ins Gespräch gehen zu einem Thema, das mir sehr wichtig ist, wie Sandra schon angedeutet hat. Und ich sage vielleicht vorab, biografisch nochmal zwei Sätze dazu und vor allem, warum ich dieses Thema heute mitgebracht habe. Also die Vortragsreihe, in der wir uns befinden, oder die Ringvorlesung, heißt ja Logics of Discovery. Und ich habe, als Sandra mich angefragt hat, hier was beizusteuern, habe ich imaginiert, was da so Perspektiven sein können und habe gedacht, Logics of Discovery verstehe ich so, als ihr habt ein Interesse daran, verschiedene Perspektiven mitzubekommen, wie man auf die Welt sieht. Es ist aber keine erkenntnistheoretische Grundlagenvorlesung, sondern es sind also viele Architekturbeiträge. Und dann saß ich über den Sommer auch an einer sehr speziellen oder erkenntnistheoretisch sehr interessanten Epoche oder Phase, nämlich in der ganz frühen Soziologie, als es noch kaum Soziologie-Lehrstühle gab im späten 19. Jahrhundert, als sich Leute auf die Suche gemacht haben oder sich die Frage gestellt haben und damit beschäftigt haben, wie man sozialwissenschaftlich eigentlich guckt. Was kann das eigentlich sein? Ja, die sich sozusagen freigeschwommen haben aus Traditionen heraus, aus Philosophie und so weiter und das gemacht haben in einer Situation, in der sich die Welt wahnsinnig schnell verändert hat und nicht unbedingt aus vielen Augen, nicht unbedingt zum Guten, beziehungsweise viele Probleme mit sich brachte. Wir reden über die Frühphase der Industrialisierung. Und in dieser Phase, als die Soziologie noch nicht so etabliert war als multiparadigmatisches Feld, so wie heute, dass es viele Schulen gibt und so weiter, sondern da vieles noch offen war und man so drüber nachgedacht hat, ist die Sozialwissenschaft die Auseinandersetzung mit diesen Veränderungen der Gesellschaft, rahmen wir das eher philosophisch, rahmen wir das eher naturwissenschaftlich und so weiter, gab es eben auch eine Strömung, über die ich hier heute spreche, die ich so als aktivistisch bezeichnen würde,
die einen Auftrag, die dann aus interessanten historischen Gründen, über die wir gerne zu sprechen kommen, dann wieder so ein bisschen verschüttet wurde und dann auch institutionell finde ich das ganz interessant, weil sie sich dann heute in der Rezeption eigentlich gar nicht mehr so stark in der Soziologie präsent ist, sondern eher in anderen Fachbereichen. Und da kommen wir dann gleich auch noch drauf. Und das, dieses Interesse, jetzt habe ich gesagt, ich sage noch zwei biografische Sätze zu mir. Sandra hat gerade gesagt, ich habe Sozialwissenschaften und Stadtplanung studiert. Das Studium, das erste Studium, was ich gemacht habe, habe ich abgebrochen und dann ein zweites gemacht. Und im zweiten Studium war der Titel, das Diplom, auf das das Studium zuging, hieß Sozialwissenschaften im Schwerpunkt soziale Arbeit und Erziehung. Und das war an der damaligen, die gibt es heute nicht mehr, Reform-Universität, der Mercator-Universität Duisburg. Heute ist die, wie sagt man, gemerged mit der Universität Essen zusammen, also als Gesamtuniversität Duisburg-Essen. Aber damals gab es an dieser Gesamthochschule, / Universität, ein sozialwissenschaftliches Ausbildungsprogramm oder Bildungsprogramm, was versucht hat, Leuten, die ein Abitur haben und Leute, die im zweiten Bildungsweg studiert haben, Sozialwissenschaft, den Zugang zur Soziologie und zur Politikwissenschaft zu öffnen. Und in dem Zusammenhang gab es ein gemeinsames Grundstudium und dann gab es unterschiedliche Studienabschlüsse und das eine war Sozialwissenschaften in der Richtung soziale Arbeit und Erziehung, das zweite war in der Richtung Soziologie und das dritte war in der Richtung Politikwissenschaft. Und der Abschluss in Richtung soziale Arbeit und Erziehung war kürzer, das heißt, der war einem Fachhochschulstudium gleichgestellt und die anderen beiden waren länger, also einem Universitätsstudium gleichgestellt. Und wenn man aber das gemeinsame Grundstudium hatte, hatte man auch, wenn man sonst nur Zugang nur Fachhochschulreife hatte, trotzdem die Möglichkeit, dann eben die längeren zu machen. Und in diesem Reformversuch war eben die interessante Geschichte, dass dieses Studium, es war kein Studium der sozialen Arbeit und Erziehung, wie man das sonst an Fachhochschulen in Deutschland hatte zu dem Zeitpunkt, die dann mit einer staatlichen Anerkennung, in einer staatlichen Anerkennung mündete, sondern es war in Anführungszeichen nur ein sozialwissenschaftliches Studium, was da drauf geschaut hat. Und ich erzähle das deswegen, weil ich war dann nach diesem Studium, habe ich als Sozialarbeiter gearbeitet, aber es war immer so am Arbeitsmarkt so die Frage, ja, der ist kein richtiger Sozialarbeiter jetzt bin ich schon gesprungen, aber auch kein richtiger Sozialwissenschaftler und ich habe ja dann auch noch weiter studiert und so weiter. Aber es gab eine inhaltliche, und das war damals, sozusagen ist das damals enorm zu kurz gekommen, weil wahrscheinlich auch, hatte das auch was mit Wechsel von Lehrpersonal und so weiter. Es gab aber auch am Anfang, als sie diesen Studium eingerichtet haben, eine inhaltliche Begründung, die Sozialwissenschaft und die soziale Arbeit zusammenzudenken. Und diese inhaltliche Begründung hat etwas zu tun mit der Tradition, über die ich jetzt spreche. Und das ist mir erst bei der Vorbereitung des Vortrags im Sommer aufgefallen, was damals eigentlich alles passiert ist. Ich hoffe, ich langweile Sie jetzt nicht schon jetzt irgendwie in der Einführung, aber das kommt dann, erhält sich dann vielleicht gleich in der nächsten Zeit. Also insofern, ich bin ganz fasziniert von dem, was jetzt gleich kommt. Aber jetzt, wir haben übrigens den Chat auf, wenn Sie mich bremsen wollen oder was nachfragen wollen, dann können Sie entweder das nutzen oder Sie machen einfach das Mikrofon an. Genau. Und also der Kontext, über den wir sprechen, vieles von dem ist mir wahrscheinlich bekannt. Im 19. Jahrhundert hat mir die Industrialisierung in vielen Großstädten auf der Welt hat sie zu viel Elend gebracht. Es gab auch anderes Elend in der Zeit, aber ein Begriff, der mit der Mitte des 19. Jahrhunderts verbunden ist, ist der Pauperisierung. Das heißt, über die Umstellung auf die Produktion ist das eine sogenannte Freisetzung von vielen, vielen Leuten passiert. Das heißt, Leute sind vom Land in die Stadt, in die Fabriken gegangen, um da zu arbeiten und damals gab es noch keine Gewerkschaften und noch nichts und waren also ausbeuterischen Verhältnissen ausgesetzt und haben sich aus ihren alten Bezügen, haben ihre alten Bezüge, ländlichen Bezüge, gemeinschaftlichen Bezüge, nachbarschaftlichen Bezüge sozusagen hinter sich gelassen, die sie und sich sozusagen daraus befreit, aber dadurch waren sie dann auch sich selbst überlassen und nicht mehr aufgefangen in irgendwelchen Gemeinschaften. Und dieser Umbruch sozusagen im Zusammenhang mit der Industrialisierung
gilt auch in der Soziologie sozusagen als ein Umbruch sozusagen in die Moderne. Ja? Und das war sozusagen eine ganz fiese Begleiterscheinung der Modernisierung. Und jemand, der das ganz früh beschrieben hat, wollte ich nur einsteigen, weil das wahrscheinlich bekannt ist, war Friedrich Engels, der noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen Bericht über die Lage der arbeitenden Klasse in England geschrieben hat, wo er sich die Wohnverhältnisse beziehungsweise die ärmlichen, die Elendsquartiere, die ArbeiterInnenquartiere in Nordengland angeschaut hat und darüber geschrieben hat und damals dann auch oder dann ein bisschen später sozusagen die soziale Frage, das heißt die Frage sozusagen wie geht die Gesellschaft mit dem Not als und dem Elend als Begleiterscheinung der Industrialisierung um, dann auch als Wohnungsfrage gestellt hat. Und das ist aus heutiger Perspektive natürlich aufgelegt und hochaktuell. Es gibt viele Bezüge, kommen wir vielleicht später irgendwie noch drauf zu sprechen. Aber aus dieser Beschreibung zwei Zitate mitgebracht, einfach um nochmal einen Eindruck zu bekommen, wie das auch gedeutet wurde, was da passiert ist. Die brutale Gleichgültigkeit, die gefühllose Isolierung jedes Einzelnen auf seine Privatinteressen, heute würde man sagen, auch jeder Einzelnen auf ihre Privatinteressen, tritt umso widerwärtiger und verletzender hervor, je mehr diese Einzelnen auf den kleinen Raum zusammengedrängt sind. Und wenn wir auch wissen, dass diese Isolierung des Einzelnen, diese bornierte Selbstsucht überall das Grundprinzip unserer heutigen Gesellschaft ist, so tritt sie doch nirgends so schamlos, unverhüllt, so selbstbewusst auf, als gerade hier in dem Gewühl der großen Stadt, also in den Elendsbürgern. Die Auflösung der Menschheit in Monaden, deren jeder einen aparten Zweck hat, die Welt der Atome ist hier auf ihre höchste Spitze getrieben. Daher kommt es denn auch, dass der soziale Krieg, der Krieg aller gegen alle, hier offen erklärt ist. Das ist natürlich die Vorbereitung von Statements über oder von den Forderungen nach einer Revolution. Aber hier steckt eine Theorie dahinter, und zwar oder eine sehr dichte Beobachtung, nämlich dass mit der Industrialisierung die Individualisierung einhergeht. Und die Auflösung von ethischen Verbindungen, von gemeinschaftlichen Verbindungen und so weiter. Und dieses auf sich selbst gestellt sein in der Stadt der ArbeiterInnen, die dann, wenn sie Arbeit bekommen haben, ausgebeutet wurden, niemanden hatten, der ihnen zur Seite steht. Und wenn sie keine Arbeit gefunden haben, dann erst recht niemanden hatten. Und aus dem heraus dann zu dem Zeitpunkt auch keine Gemeinschaft heraus entstehen konnte aus dieser Isolation, aus dieser Individualisierung, die eben mit der Industrialisierung einhergeht. Und nun sozusagen geografisch gewinnen, oft freilich wohnt die Armut in versteckten Gässchen dicht neben den Palästen der Reichen, aber im Allgemeinen hat man ihr ein apartes Gebiet angewiesen, wo sie aus den Augen der glücklicheren Klassen verbannt, sich mit sich selbst durchschlagen mag, so gut es geht. Also die eine Beobachtung war, wenn man Städte anschaut, also ob das jetzt Manchester ist oder ob dann parallel gab es Beobachtungen in Berlin, ich komme gleich auf London zu sprechen, dann gibt es sozusagen Elendsquartiere, ArbeiterInnenquartiere, wo andere Leute auch nicht reingegangen sind. Heute würde man über No-Go-Areas sprechen. Er ist da reingegangen und hat das sich angeschaut. Und nicht nur er, sondern es gab dann so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es in verschiedenen Großstädten erste Ansätze, das Elend auch zu kartieren. Das Elend hatte, das war natürlich auch verbunden, das darf man natürlich nicht vergessen, wichtiger Bezugspunkt mit hygienischen Fragen. Ja, also wir hatten spätes 19. Jahrhundert Cholera-Epidemien und so weiter, die in diesen Quartieren ausgebrochen sind. Und das hier ist sozusagen ein Ausschnitt aus einer in den 1880er Jahren in London, eine ganz berühmte Armutskartierung von Charles Booth und seinen Kolleginnen und Kollegen, unter anderem Beatrice Webb, die dann nochmal eine wichtige, also daraus heraus dann eine wichtige Position entwickelt hat und in ihrem Umfeld oder mit ihr die London School of Economics entstanden ist, als eine, die Sie kennen Sie vielleicht, die damals aber für sich den Auftrag gemacht hat, eine sozialwissenschaftliche Wissenschaftsstätte zu sein, die auch einen praktischen Nutzen hat. Und auf diesen praktischen Nutzen, also sprich sozialreformerische Ansprüche, auf den komme ich gleich nochmal zu sprechen. Das heißt auch von wegen Logics of Discovery, deswegen erzähle ich das Ganze,
In diesem gesellschaftlichen Umbruch gab es in den Großstädten, sowohl in Europa als auch in den USA, darüber spreche ich heute, ich spreche nicht über andere Teile der Welt, gab es auch erste Beschreibungen oder Versuche, sich mit diesem Elend auseinanderzusetzen, einerseits zu verstehen, wo es herkommt, ja, also sozialtheoretisch im Zusammenhang mit dem frühen Kapitalismus zu stellen und der Industrialisierung, auf der anderen Seite aber eben auch sozusagen eine ganz, ganz frühe Form von heute, würde man sagen, Sozialraumanalyse, also das zu kartieren und zu schauen, was das denn macht mit den Leuten, wenn sie in bestimmten Quartieren zusammen wohnen und was das mit diesen Quartieren macht. Die hygienische Frage habe ich da schon angedeutet. Diese engen Verhältnisse waren eben auch die Brutstätten beispielsweise für verschiedene Epidemien. Und da war das Handwerkszeug der Sozialraumanalyse natürlich enorm wichtig, weil man dann auch festhalten konnte, wer wo wie erkrankt, um dann zu schauen, was da die Hintergründe sind. Und da gab es enorme, also jetzt gerade in London gab es enorme Debatten darüber, sozusagen, was denn jetzt die Cholera, glaube ich, war es, die Cholera befeuert. Das ist die Luft, das ist das Wasser, das sind die Abwassersysteme. Und auch dazu waren diese Karten wichtig. In diesem Kontext gab es nun auch Leute, in erster Linie Frauen, die gesagt haben, wenn wir nun diese Quartiere oder wenn wir nun diese Verhältnisse erkennen, dann können wir ja da nicht wieder weggehen. Ja, dann müssen wir irgendwie was damit tun. Und 1884 hat in erster Linie Henrietta Barnett in Whitechapel in London die Toynbee Hall, benannt nach einem dann verstorbenen Freund und Wissenschaftler von ihr, die Toynbee Hall gegründet als einen Ort, den sie aufgemacht hat, ein Haus aufgemacht, in dem sie der Ausgangspunkt ihrer Sozialraumanalysen oder ihrer Untersuchungen war, aber zugleich auch Bildung organisiert hat für und Raum gegeben hat für Organisation. Also ein Ort, den es sonst nicht gab, ja, in diesem Armutsviertel, der offen war für die Leute, die dort gewohnt haben. Und der versucht hat, etwas hier hineinzubringen, was es vorher noch nicht gab. Sie müssen überlegen, zu diesem Zeitpunkt, spätestens 19. Jahrhundert, es gab noch keine Kindergärten, ja, Schulsystem war unterentwickelt und so weiter und so fort. Und sie haben gesagt, sozusagen, das ist jetzt unser Auftrag, dass wir das da reinbringen. Und das war aber nicht nur so, dass sie gesagt haben, wir bringen jetzt sozusagen Bildungsstätten da rein, sondern sie haben es eben verbunden mit der Analyse der Verhältnisse in diesen Quartieren. Und ausgehend von dieser Toynbee Hall gab es eine unglaublich rasche Bewegung. Ja, das ist sozusagen so über die ganze Welt gekommen, bis nach Wien auch. In Otterkring haben 1901 Else Federn, Marie Lang auch ein Settlement aufgemacht. Also im 16. Bezirk, wo die Verhältnisse auch so dramatisch gewesen sind, wie das Engels über Manchester beschrieben hat. Und interessant war, also das ging unglaublich schnell, dass sozusagen andere das, also dass insbesondere Frauen, ich sage gleich noch sagen, wo die herkamen und so, sich das angeschaut haben und dann in die Städte, aus denen sie kamen, dann zurückgebracht haben, sodass man dann 20, 15 Jahre später in einem Handbook, was damals zusammengestellt wurde, so knapp 500, also international knapp 500 Settlements gezählt hat, von denen, ich glaube, 70 oder 80% von Frauen geleitet wurden. Das hat auch damit zu tun, dass es im späten 19. Jahrhundert eine enorm ausgebreitete, vernetzte, internationale Frauenbewegung gab, die sich ausgetauscht hat, die zu Kongressen gefahren ist Ideen gemeinsam entwickeln konnten. Das war ein wichtiger Kontext. Und dann hatten wir also ich werde gleich über Chicago sprechen. Wir hatten also die erste in London und dann gab es einige Frauen aus den USA, die das dann in die USA gefahren sind und dann ganz kurz später in New York, in Chicago und in anderen das aufgemacht haben. Und die Idee
dieser Orte. Sandra hat schon in der Einleitung gesagt, dass also diese Art zu arbeiten, über die ich jetzt spreche, an diesen Orten, nennt sich Settlement Sociology. Und die Idee war, dass diese Settlements, also diese Häuser, die Sie hier sehen, dass die einen speziellen Ort der wissenschaftlichen Arbeit darstellen sollen. Aus heutiger Perspektive und sicherlich vielleicht auch aus damaliger Perspektive ist der Begriff des Settlements natürlich ambivalent. Ja, er hat so einen kolonialisierenden Unterton und das war auch immer wieder ein Kritikpunkt. Sie haben viel Kritik von verschiedenen Seiten bekommen, komme ich auch noch drauf zu sprechen. Aber Ihre Idee war eben sozusagen man könnte eben, das war so ein Kritikpunkt, sozusagen eine bürgerliche Siedlung, ja, einen bürgerlichen Ankerpunkt in diesen Arbeiterquartieren zu setzen, bürgerlich im Sinne von dann auch sozusagen bürgerliche Bildung da hineinzutragen. Das ist aber nur ein Aspekt in dem Ganzen. Ja, bürgerlich oder nicht, da komme ich auch gleich noch zu sprechen. Aber ich wollte sozusagen diesen dritten Ort, diesen Settlement, diesen Begriff sozusagen, den gibt es heute so eben nicht mehr. Da ist dann einiges passiert. Als dritten Ort der Wissenschaft neben College und Universität zu etablieren. Und ein College war aus Verständnis, also das habe ich jetzt sozusagen, diese Dreiteilung ist aus der Biografie von Jane Addams rausgenommen, die irgendwie sagt, also ein College ist ein Ort, in dem bestehende Wissenschaft geteilt wird, ja, über Vorträge, über Diskussionen und so weiter. Eine Universität ist, an der Wissenschaft produziert oder Wissen produziert wird als wissenschaftliches Wissen. Und sie hatten gesagt, der Settlement möchte sie etablieren als ein Ort, in dem Wissenschaft gemacht wird, um Gesellschaft zu verbessern. Ja, das ist nicht der Anspruch der Universität, die übrigens zu diesem Zeitpunkt in Chicago wurde, während sie das Settlement gegründet hat, die Universität erst gegründet. Ja, die gab es nicht. Und das Verhältnis von dem Hull House, über das wir gleich sprechen, und der Chicago University, das kommt gleich auch noch. Aber insofern war die Idee, von wegen auch Logic of Discovery, einen Ort zu schaffen, an dem man einerseits sozusagen Analyse betreibt über die gesellschaftlichen Verhältnisse und andererseits mit dieser Analyse vor Ort dann auch präsent ist, um damit etwas anzufangen, ja, und die und soziale Probleme zu beheben. Hier gibt es einen Chat, gibt es das Fragen? Also, genau, irgendjemand hat gerade geschrieben, bürgerlicher Ankerpunkt auch im Sinne von Weitergeben von Werten. Genau, also das ist das mit den einerseits eine Kritik, andererseits auch ein Selbstbewusstsein von bürgerlichen Frauen, die aber mit vielen Dingen in der Gesellschaft unglaublich unzufrieden waren. Und auch sehr stark, aber sehr unterschiedlich, also sehr ausdifferenzierte Formen von feministischen Positionen entwickelt haben. Und diese Werte zu vermitteln. Und zwar nicht nur zu vermitteln, sondern auch zu leben. Und zwar dort, und das war so Ihr Ansatz, kommt auf der nächsten Folie. Darum ging es in diesen Settlements. Und was Sie sozusagen verbunden haben in diesen Häusern, ist also einerseits Empirie, das heißt Sozialforschung zu betreiben, andererseits das zu theoretisieren, ja, um es zu erklären, um dann auch sozusagen mit dieser Erklärung Aktivismus, das heißt in Veränderungen einzutreten. Und das Ganze, das werde ich jetzt erläutern, und das Ganze war verbunden mit einer Methode, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig auf der Folie, sozusagen mit Kontakt als Methode. Und das hat was mit dem damaligen gerade entstehenden philosophischen Strömung des Pragmatismus zu tun. Die Idee war, hier schon mal vorweg gesagt, dass die gemeinsame Erfahrung von diesen bürgerlichen Frauen, die da kommen, und den Leuten, die dort wohnen, in Interaktion miteinander, erst in der Interaktion miteinander verstehen sie sich und können überhaupt die Gesellschaft analysieren. Ja, also die Idee, ich gehe irgendwo hin, mache ein Interview, gehe wieder zurück, und analysiere das irgendwo anders, sagen Sie, so kommen wir nicht weiter, so können wir das auch nicht verstehen. Das allerdings, was ich gerade gesagt habe, war in vielen ethnografischen Ansätzen, die später kamen, die Methode der Wahl. Aber jetzt wollte ich das noch einmal erläutern, was ich gerade gesagt habe, diesen Zusammenhang zwischen Empirie, Theorie und Aktivismus. Was damals also
entstanden ist, was Sie gemacht haben, wir reden jetzt über die Zeit 1880 bis 1900 ungefähr, war, dass Sie mit dem Willen, dass dann die ärmlichen Verhältnisse in diesen Quartieren zu verstehen, gesagt, also unglaublich innovativ waren und empirische Methoden erfunden haben, die es vorher nicht gab. Ja, beispielsweise die Sozialstatistik. Sie sind hingegangen und haben, das sehen Sie hier unten beispielsweise, das ist ein Ausschnitt der sogenannten Hull House Maps and Papers. Das war das erste große Ding 1885. 1895 ist dann veröffentlicht, mit dem sie gearbeitet haben, also im Hull House. Das ist das Settlement, was Jane Addams in Chicago aufgemacht hat, sind sie in der Nachbarschaft losgegangen und haben an den Haushalten geschaut, wer wohnt da, was verdienen die Leute, was haben sie für eine Ethnie, was sind da die Probleme, und haben daraus Karten gemalt. Und diese Karten, also einen Ausschnitt sehen Sie hier, da sehen Sie beispielsweise in unterschiedlichen Farben, wie hoch das Einkommen, das wöchentliche Einkommen einer Familie ist. Es gibt andere Karten, wo man dann eben die Ethnie sieht und so weiter. Und das haben sie übereinander gelegt. Und dann, das heißt, sie haben sozialstatistische Methoden erfunden und dann auch eingesetzt. Ethnografische Geschichten, während sie das gemacht haben, sind sie auch losgegangen und haben qualitative Sozialforschung gemacht, Einzelfallstudien gemacht, mit den Leuten gesprochen. Es gab auch eine Strömung innerhalb dieser Bewegung von, heute würde man das ethisch schwierig sehen, von Leuten, von Frauen, die sich verkleidet haben, ja, um in die Rolle von anderen zu sprechen, um so diese zu treten und so zu versuchen, diese Erfahrungen auch zu machen. Also so eine verdeckte Investigation, könnte man sagen. Und dann, was es vorher noch nicht gab, sozusagen dann die Kartierung der sozialen Probleme. Und der Ansatz, Ihr Ansatz der empirischen Arbeit war, das machen wir jetzt nicht, um Wissenschaft für sich selbst weiter zu produzieren, sondern Social Investigators should have not only evidence that there is an evil, but a rough plan for remedying it in mind before they commence an investigation. Das heißt, nicht einfach nur losgehen und irgendwas machen, sondern muss schon eine Idee haben, was das denn sein könnte, um dann auch damit etwas zu machen. Und das Zitat ist von Crystal Eastman, die beispielsweise eine Studie gemacht hat, in der sie festgestellt hat, dass es gehäuft Arbeitsunfälle gibt und die Leute zum damaligen Zeitpunkt natürlich keine Form von Versicherung oder irgendwelche Sachen hatten. Und sie konnte nachweisen, indem sie zu den Haushalten hingegangen ist, mit den Leuten gesprochen hat und also dann auch statistisch aufgeführt hat, was da passiert ist, was die Zusammenhänge waren und so weiter, dass die Leute nicht selbst Schuld hatten, sondern dass das etwas mit ihren Arbeitsbedingungen zu tun haben. Und daraus ist dann sozusagen ist das erste Arbeitsschutzprogramm in den USA entstanden. Und unglaublich viele, frühe Formen von Sozialpolitik sind aus diesen Arbeiten, aus dieser Bewegung heraus angeschoben worden, wo diese Frauen hingegangen sind, genau aufgeschrieben, das hat sonst keiner gemacht, genau aufgeschrieben haben, was die Probleme sind und dann überlegt haben, wie man sie beheben kann. Das sind einerseits soziale Geschichten, andererseits auch viel hygienische Sachen, Müllabfuhr beispielsweise. Es gab viele Protestaktionen mit Blick auf die Müllproblematik in Chicago und so weiter. Das ist also sozusagen der eine Strang, ja, dass sie sagen, und insofern, wie Sie jetzt vorhin gesagt haben, das ist Sozialwissenschaft, dass sie als Sozialwissenschaftlerinnen gearbeitet haben. Das Zweite, was ich betonen wollte, war, dass sie in ihren Untersuchungen mit einem bestimmten theoretischen Überbau hatten. Und der greift vieles von dem auf, was in dem Zitat von Marx, Friedrich Engels gerade drin war. Nämlich die Beobachtung, dass in diesen ärmlichen Verhältnissen, in diesen Ausbeutungsverhältnissen, dass da eine Form von Entkopplung stattfindet. Und zwar eine dreifache Entkopplung, nämlich eine sozusagen mit Blick auf die Beziehungen, mit Blick auf die gesellschaftliche Positionierung der Gruppen oder der ArbeiterInnen und
aber auch eine subjektive. Und zwar, also relational sozusagen Isolation, wenn du den ganzen Tag ausgebeutet wirst und arbeitest, hast du keine Möglichkeit, dich mit anderen auszutauschen. Du hockst in deinem Sweatshop und wirst ausgebeutet, Punkt. Und da gibt es sonst nicht viel. Gesellschaftlich mit Segregation, ich meine sozusagen, das betrifft eine Gruppe, die in einem Raum, in einem Quartier quasi gefangen ist und da nicht rauskommt. Und das Subjektive ist, das macht etwas, das ist die Entfremdung, eine neue Erfahrung, über die Engels und Marx auch dann parallel viel geschrieben haben. Und in der Analyse, jetzt in dem Fall von Jane Addams, sagt sie, dass diese Dimensionen, ja, also diese verschiedenen Entkopplungen, die man hier sieht, ja, sozusagen auf der subjektiven, relationalen und dann auch von mir aus auf der Makroebene, spielen sie zusammen zu einem ethischen Versagen, ja, sozusagen, auf einer individuellen und auf einer kollektiven Ebene. Und das, sozusagen, dieses Versagen wird als Entkopplung bezeichnet. Die Leute sind isoliert, vereinzelt, entkoppelt und die Gesellschaft läuft los und lässt sie als reduziert auf Arbeit auszubeutende Arbeitskraft dann da stecken, im wahrsten Sinne des Wortes. Daraus sozusagen, und die Theorie, die hier drin steckt, ist sozusagen, dass der ökonomische Kontext, ja, der ausbeuterische frühe Industrialisierung, dass die das bewirkt. Ja? Und wie das gleich funktioniert, das kommt auf der nächsten Folie. Und jetzt ist die Ableitung, die Addams und andere dann daraus gemacht haben, ist, dass für sie und die sich als Soziologinnen verstanden haben zum damaligen Zeitpunkt, ja, gesagt haben, unsere Aufgabe als Soziologinnen ist es nicht nur, die Ethik der Gesellschaft zu beschreiben, ja, also da sich sozusagen damit zu begnügen, diesen Umbruch, diese Freisetzung zu verstehen, sondern sie auch zu vermitteln, und zwar den Leuten, um die es geht. Ja, also nicht Bücher zu schreiben, die keiner lesen kann, sondern auch den Leuten, die ausgebeutet werden, mit ihnen drüber zu diskutieren, dass sie hier gerade ausgebeutet werden und dass das nicht zwangsläufig so sein muss. Und genau das nicht so zwangsläufig so sein muss, das hat stattgefunden in den Settlements, ja, in den Bildungsprogrammen, in den Aktivitäten, die da stattgefunden haben. Jetzt greife ich eine Sache voraus. In diesen Orten, an diesen Settlements, wurden enorm viele Gewerkschaften gegründet, beispielsweise. Ja, also es war sozusagen da, der Selbstorganisation einen Raum geben, war ein ganz wichtiger Ansatz. Und insofern, Originalzitat von Addams, damit Sie so ein bisschen so einen Sprachduktus bekommen, the settlements, also die Orte, die sie geschaffen haben, stands for application as opposed to research, for emotion as opposed to abstraction, for universal interest as opposed to specialization. So the settlement, when it attempts to reveal and apply knowledge, wenn wir also die Sozialraumanalysen machen, deems its results practicable when it has made knowledge available, which before was abstract, when through use it has made common that knowledge, which was partial before, because it could only be apprehended by the intellect. Das heißt, also wenn wir die ersten Begriffe hier herausnehmen, Emotion gegen Abstraktion, ein allgemeiner, universales Interesse im Unterschied zu einer Spezialisierung, einer Detailfrage, das nehmen Sie und mit dieser Haltung, mit diesem Selbstverständnis schauen Sie sich die sozialen Probleme an, um sie dann mit den Leuten vor Ort zu lösen. Und dabei spielten diese Karten, da komme ich jetzt dann drauf, eine wichtige Rolle. Ich wollte noch einmal sagen, diesen theoretischen Bezugsrahmen auch noch mal auf den Punkt bringen. Bei Addams im Hull House ist beispielsweise John Dewey war gut mit ihr befreundet und Herbert Mead ist ein- und ausgegangen. Dort, es war also auch ein Raum, in dem Intellektuelle, die gleichzeitig sich philosophische Gedanken gemacht haben, auch gekommen sind und die mit anderen geteilt haben und sie aber auch ihre philosophischen Gedanken an diesem Ort heraus geschult oder entwickelt haben. Und der Pragmatismus ist eine philosophische Strömung, die sagt, ich nehme mal den blauen Pfeil unten, dass die Sozialität das individuelle Handeln prägt. Und es war eine Konfrontation oder eine Ablehnung oder eine
wie sagt man, eine Kritik an vorher an der Vorstellung, dass es so etwas wie und wie eine abstrakte wie ein rein aus sich heraus, nicht abstrakt, ein rein aus sich selbst heraus intendiertes Handeln gebe. Also, dass ich quasi individuell einen Gedanken, einen Plan fasse und diesen Plan dann umsetze. Sondern, die Theorie war, dass meine Erfahrung, die Umwelt, ja, mich als Organismus beeinträchtigt. Beziehungsweise beeinflusst. Und das, was ich tue, kommt nicht im Zweifelsfall nicht nur aus mir heraus, sondern hat immer auch etwas mit der Umwelt von mir zu tun. Das heißt, die gesellschaftlichen Verhältnisse prägen auch, also beispielsweise die Verhältnisse in den Arbeiterviertel, prägen meine Vorstellungswelt und das, was ich denke, was ich tun kann. Wenn ich in meinem Umfeld keine Möglichkeit habe, etwas anderes zu tun, als ausgebeutet zu werden, dann sehe ich mich auch so. Ja, und wenn ich die Umwelt beeinflusse, das ist dann sozusagen die Theorie, dann kann ich damit natürlich auch sozusagen das Handeln verändern und andersrum mit meinem Handeln habe ich auch einen Einfluss auf meine Umwelt. Und das Handeln wird also als ein gesteuerter, ein rationaler, aber gerade deswegen dynamischer Prozess verstanden, in dessen Verlauf sich aufgrund der konstitutiven Umweltsensibilität der Akteure, ich erkläre es gleich nochmal vereinfacht, auch deren Situationsbestimmungen und Handlungsimpulse ändern können. Und das Ich in seiner sozialen Entstehungsgeschichte immer neu zum Thema wird. Das heißt, mein Ich, wir sprechen hier quasi über frühe Theorien auch von Sozialisierung. Mein Ich, mein Selbstverständnis, entwickelt sich aus meiner Erfahrung. Wenn ich mit meiner Umwelt bestimmte Erfahrungen habe, beispielsweise emanzipierende Erfahrungen, stärkende Erfahrungen oder auch ablehnende, ausbeuterische, erniedrigende Erfahrungen, dann prägt das mein Selbstverhältnis. Und insofern sozusagen Sozialität prägt das individuelle Handeln und das ist die Theorie des Pragmatismus, ist dann sozusagen, dass das dann auch das Wissen darum, dass das so prägend ist, die mein Handeln beeinflusst. Ja? Und sozusagen mein Handeln nicht einfach nur aus mir selbst herauskommt, sondern aus der Interaktion mit meinem Umfeld. Wenn ich am Anfang, ich mach mal ganz, ganz einfach, wenn ich ich habe hier eine Kaffeetasse, wenn ich die Kaffeetasse greife und trinke, dann habe ich die Intention, eine Kaffeetasse zu greifen. Aber dass ich diesen Kaffee trinke, hat auch etwas mit ganz konkret mit dem, was da drin ist, zu tun. Ja? Ich weiß gar nicht, wenn die so vor mir steht. Ich weiß aus meiner Erfahrung heraus, dass da Kaffee drin ist. Es ist die Erfahrung, die das mit mir tut. Ja? Wenn ich noch nie die gleiche Bewegung, die ich jetzt mache, ja, diese Kaffeetasse zu trinken, könnte jemand anders, der überhaupt keine Ahnung hat, worum es hier geht, so nicht machen. Das ist ein etwas kruder Versuch, das sehr einfach zu machen. Aber der Dewey, der viel mit dieser Theorie zu tun hatte, darauf wollte ich eigentlich hinaus, der hat das dann sozusagen demokratietheoretisch eingesetzt, diese Philosophie, und hat gesagt, wir reden also über Amerika im späten 19. Jahrhundert, er hat Demokratie nicht als eine Staatsform begriffen, ja, sondern als eine Lebensweise. Und er hat gesagt, wenn wir miteinander friedlich, demokratisch leben wollen, das ist eine Aufgabe, ja, dann muss das sozusagen von uns auch im Alltag so gelebt werden, unabhängig von irgendwelchen Parlamenten. Die Demokratie muss zu Hause beginnen und ihr Zuhause ist die nachbarliche Gemeinschaft. Nur wenn ich Demokratie erfahren kann, im Kontakt, jetzt bin ich wieder bei dem Begriff von vorhin, im Kontakt mit den anderen, kann Demokratie lebendig werden. Und das ist, und das haben Sie, also diese Fokussierung auf das erfahrungsbezogene Wissen, also die Erfahrung aus der Welterfahrung, also mein Sein in meiner Umwelt, hat die Frauen dazu gebracht, Orte zu schaffen, die sehr besonders gewesen sind. Und
diese Orte waren Orte, die sie nicht aufgemacht haben als eben Schaufenster von Bildung oder Wissen oder irgendwie sowas, sondern sie sind, und das ist der entscheidende Punkt, sie sind da hingezogen und sie haben da auch gelebt. Und sie haben da, Stichwort Demokratie, auf eine bestimmte Art gelebt, die beispielsweise die klassische Rolle, also die damals sozusagen dominant werdenden oder schon dominant gewesenen Rollenverständnisse von Männern und Frauen aufgebrochen haben und die auch die gebrochen haben mit bürgerlichen Vorstellungen von Haushaltsformen und von einer, die wir dann im 20. Jahrhundert sehr stark kennenlernen mussten, sozusagen von einer Trennung des, von Arbeiten und Wohnen. Sie haben in diesen Häusern gewohnt, quasi wie in einer Kommune, und haben ihr gesamtes Leben in diesen Auftrag, das war quasi ihre Berufung, sozusagen in die Gestaltung dieses Hauses mit dem Auftrag, zur Verbesserung in der Siedlung beizutragen, dann auch eingesetzt. Und insofern gab es da keine abgeschlossenen, also es gab schon abgeschlossene Zimmer, aber es gab es keine abgeschlossenen Wohneinheiten, sondern es war alles miteinander verbunden und so gut es ging, offen. Und das war, also jetzt kommt hier so ein feministisches Projekt, ich zitiere aus einem schönen Buch von Mary Jo Deegan: Social settlements waren, also became an alternate lifestyle for women. It was a pragmatically enacted and successfully designed arrangement for everyday life. Combining theory and practice, the woman built a strong professional network, undivided by patriarchal ideas of public versus private, professional versus everyday or work versus home. Was diese Frauen auch gemacht haben, ist, die haben immer als Kollektiv gearbeitet. Ja, also das waren sozusagen keine Einzelkämpferinnen, sondern sie haben auch miteinander das als ein gemeinschaftliches Projekt verstanden. Sie haben miteinander gegessen, miteinander diskutiert, miteinander gearbeitet und nicht nur unter sich, sondern eben auch mit den, soweit es ging, mit den Leuten aus der Nachbarschaft. Und die Karten, von denen ich gerade gesprochen habe, die hingen beispielsweise im Entree oder also in einem leicht erreichbaren Raum an der Wand und dienten dazu, dass man über diese Karten mit den Leuten, die kommen, ins Gespräch kommt, um darüber nachzudenken, was ist denn hier, also eine gemeinschaftliche Auswerten der Daten, um diese dann auch zu nutzen, um dann eben Proteste zu organisieren, um Briefe an Verantwortliche zu schreiben, Verantwortliche einzuladen oder herauszufordern, hier für Veränderungen einzutreten. Und wie gesagt, da sind dann auch viele Veränderungen angeschoben worden. Diese Karten, auf die wollte ich jetzt nochmal, auch so mit Blick auf Logics of Discovery, sozusagen nochmal eingehen. Das waren also einerseits Kartierungen, so wie Sie es hier nochmal etwas besser sehen können. Und in diesem dann 1895 veröffentlichten Werk, sage ich mal, das bestand aus diesen Karten und begleitenden Essays. Und das ist so, und diese beiden, also vorhin habe ich schon gesagt, Sozialstatistik und Ethnographie, diese beiden und Analyse, das war untrennbar miteinander verbunden. Und es gab eine lange Diskussion mit der Druckerei und den Herausgebern und den Finanzierern und so weiter über die Frage, wie das zusammen sein konnte. Ja, kommt es in Farbe, nicht in Farbe, kommen nur die Karten oder auch die anderen? Aber die Intention war sozusagen, dass das zusammengehört. Und die begleitenden Essays waren von Kelly und Adams koordiniert. Und ich glaube, es waren 10 unterschiedliche Autorinnen und Autoren, die daran geschrieben haben. So ein Abschnitt war über die Arbeitsverhältnisse und die Ausbeutung, über die Wohn- und Lebens-, also in der Arbeitssituation, über die Wohn- und Lebensbedingungen verschiedener Communities, über die sozialen Dienste, was sie erreicht haben, was nicht. Ein ganz wichtiger Punkt war ein Essay über den Zusammenhang von Kunst, Alltag und Arbeit, ja, also Stichwort Entfremdung, ja, Überlegungen gegen die Entfremdung. Und dann aber auch, das war dann der abschließende Essay von Jane Addams über den Zusammenhang dieses Settlements, also des Orts, den sie geschaffen haben, und die Arbeiterinnenbewegung. Ich habe Ihnen nur mal zwei aus diesen Essays, zwei Ausschnitte rausgegeben. Erstes von Kelly, man muss wissen, sie war Übersetzerin und Freundin von Friedrich Engels
Und also hat seine Texte übersetzt und war parallel sozusagen zur, während sie das gemacht haben, auch immer sozusagen einen Briefaustausch mit ihm. Und Überlegungen, also sozusagen so marxistische Überlegungen spielten in der Phase, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, in der Analyse der Verhältnisse eine ganz zentrale Bedeutung. Ich betone das, weil ich gerade immer im Kopf, das können Sie nicht wissen, immer im Kopf haben, dass es 10 Jahre später diese, also eine neue Form von Stadtsoziologie in Chicago entstanden ist, die das alles über den Haufen geworfen hat und damit nichts anfangen konnte. Und etwas, was ich hier gerade versucht habe, leider übersprungen habe, diesen ersten Satz, Hull House was for women sociologists, what the University of Chicago was for men sociologists, the Institutional Center for Research and Social Thought. Die Männer, die dann sozusagen etwas später angefangen haben, Stadtsoziologie zu machen, haben mit dieser Art von Analyse Schwierigkeiten gehabt. Das war, vielleicht kommen wir da in der Diskussion noch drauf. Aber auf jeden Fall, die Kelly hat beispielsweise Folgendes beschrieben. I found a tailor at work one Sunday afternoon upon a broadcloth dress code belonging to an evening suit of the finest quality. On a bed about 5 feet from the table at which the tailor was working, his son lay dying of typhoid fever. Das waren die Verhältnisse. Die Verhältnisse, also das, was Sie da sehen, waren Sweatshops in erster Linie. Das heißt, die Leute haben von zu Hause gearbeitet und es war vollkommen unkontrolliert und hygienisch eine absolute Katastrophe. Und sie beschreibt dann, sagen wir, also einerseits die Härte, ja, der arbeitet, sein Kind stirbt, ja, nebeneinander, aber er muss arbeiten, was bleibt dem anderen übrig? Und auf der anderen Seite, jenseits von irgendwelchen, also der stirbt an Typhus und es gibt nichts, sozusagen, also der Mantel, der da genäht wird, der geht dann ohne irgendwelche Form von Reinigung oder irgendwas, dann wird er dann abgeholt und geht weiter. Also diese Verhältnisse hat sie dann beschrieben, die so aus der Kartierung heraus nicht kommen. Insofern gehörte das zusammen. Und jetzt mit Blick auch auf Discovery, ich glaube, das ist enorm wichtig, sozusagen die wichtige Beitrag oder ein wichtiges Ergebnis aus der Art zu sein, dass sie eben so multiperspektivisch auf die sozialen Probleme draufgeschaut haben. Und nun ein zweiter Punkt, sozusagen ein zweites Zitat, was ich rausgenommen habe, ist von Jane Addams über die Arbeit des Settlements dort. If in all departments of social, political and commercial life isolation is a blunder and results in dreariness and apathy, then in industrial affairs isolation is a social crime. Ja, also die Isolierung der Arbeiterinnen, die nicht organisiert sind, for it there tends to... There tends to extermination. The cloakmakers were organized at Hull, also und dann geht sie dann noch weiter und dann kommt irgendwann, the cloakmakers were organized at Hull House in the spring of 1892. Das heißt, in ihrem Ort gab es, Entschuldigung für den Tippfehler, gab es sozusagen die Möglichkeit, Gewerkschaften zu gründen. If to insist upon the universality of the best is the function of the settlement, nowhere is its influence more needed than in the labor movement, where there is constant temptation towards a class warfare. Und hier kommt ein ganz, jetzt mit Blick auf, deswegen habe ich versucht, den Pragmatismus gerade sozusagen etwas holzschnittartig nochmal einzuführen. Hier kommt ein ganz wichtiger Gedanke von der Addams, an dem sie sie unterschieden hat von vielen anderen und das war dann auch so eine Konfliktlinie innerhalb der Linken, kann man, glaube ich, aus heutiger Perspektive sagen. Addams Vorstellung war, dass sozusagen das mit diesem universalen Geist, Vorstellung war, dass um die Übel der Industrialisierung zu überwinden, es notwendig ist, zwischen den Fraktionen, ja, in dem Fall sozusagen zwischen Kapital und Arbeit, ein Band herzustellen, um ein Gemeinschaft, Demokratie-View, ja, Demokratie als Lebensweise, ja, um ein gemeinschaftliches Projekt zu haben zwischen denen, die das Kapital haben und zwischen denen, die da arbeiten, um gemeinschaftlich ein Verständnis zu haben, Konsens, ja, wie die besten Arbeitsverhältnisse sind, sodass dass das friedlich und ohne Ausbeutung funktioniert. Das ist das Gegenteil, das ist der Punkt, das ist das Gegenteil von dem, was dann Gewerkschaften gemacht haben und von einer klaren, sagen, marxistischen linken Position oder gewerkschaftlichen ArbeiterInnen-Position, die sagt, sozusagen, wir haben hier Arbeiterkampf oder Klassenkampf und wir wollen die Überwindung dieser Verhältnisse. Ja? Und wenn uns die Addams war sozusagen im Dauerstreit mit den Leuten, die bei ihren Gewerkschaften oder in Dauerauseinandersetzung Gewerkschaften gegründet haben,
Und deswegen steht hier zum Schluss, deswegen habe ich das auch, it's constant temptation towards a class warfare. Wenn die ArbeiterInnen sich organisieren, dann organisieren sie sich nicht, um Frieden zu schließen mit ihren Ausbeutern, ja, sondern dann organisieren sich, um die Elendsverhältnisse zu überwinden und selber an die Macht zu kommen. Ja, also das kennen Sie, sagen, um das umzudrehen. Und das war zum damaligen Zeitpunkt, wir reden also über das späte 19. Jahrhundert, das hat Adams anders gesehen. Ja, sie hat sie dann natürlich machen lassen, ja, so, aber ihre Perspektive war eine auf, das ist jetzt so wichtig, diese zwei Begriffe, eine auf Konsens statt auf Konflikt. Sie hat auch übrigens 1930 den Friedensnobelpreis bekommen. Sie ist allerdings in der Zwischenzeit, ja, später, insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg, ist sie also als Persona, war sie eine Zeit lang in der öffentlichen Diskussion eine Persona non grata aufgrund ihrer Positionen, weil Amerika dann in den USA einen sehr konservativen Backlash gab nach dem Ersten Weltkrieg. Und erst später ist sie dann wieder rehabilitiert worden und dann war sie eben die erste weibliche, glaube ich, Friedensnobelpreisträgerin. Aber diesen Gedanken, den wollte ich hier nochmal eben unterbringen. Dieses, also auch in ihrer Theorie, das ist dann auch verbunden mit der, sozusagen mit dem Bürgerlichen und dem Settlement, also mit dieser, mit der Kritik, die vorhin irgendwie auch anklang, ein Ort zu schaffen, wo man nicht polarisiert, ja, so, sondern wo man versucht, sozusagen gemeinsam Konsens herzustellen. Und diese Verbindung, also ich hatte es ja vorhin irgendwie schon gesagt, sozusagen Empirie, Theorie und Aktivismus, das sieht man hier sozusagen, das war ihre Arbeitsweise. So, nun wollte ich noch was sagen zu dem Verhältnis von den Männern und den Frauen damals. Also das war so. Da entspann sich ein Streit, den mache ich jetzt vielleicht etwas größer, als er tatsächlich war, aber ich mache das sozusagen, um deutlich zu machen, was da so los war in der Zeit. Also 1889 haben Jane Addams und andere das Hull House gegründet. Gleichzeitig wurde die Universität in Chicago gegründet und die Universität in Chicago war, glaube ich, die erste, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie war die erste Universität in den USA, die ein Soziologie-Department hatte. Ja? Und sie mussten irgendwie sagen, zeigen, was das Besondere, was Soziologie, also sie mussten da irgendwie so Marketing machen und zeigen, was das Besondere von Soziologie ist. Und in dem Punkt kam der Begriff des Labors auf. Ja? Und sie sind, vielleicht werden Sie hellhörig, sagen, wenn ich irgendwie sage, also die heutige, also ich sehe aus dem, was ich jetzt sage, viel Analogie zu der aktuellen oder in den letzten 5, 6 Jahren Debatten über Stadtlabore, Living Labs und diese ganzen Dinger irgendwie alle heißen. Und der Präsident der Universität wollte gerne, dass das, dass das Hull House Teil der Universität ist. Und zwar als eine Art Fenster, also sozusagen die empirische, er wollte, dass die empirische Arbeit, die sie machen, den Studierenden zur Verfügung gestellt wird, ja, damit sie damit arbeiten können. Er war beispielsweise auch einer, die aufs Gas gedrückt haben und gesagt haben, wann ist denn jetzt euer Hull House Maps and Papers fertig, damit wir damit arbeiten können. Und er hätte das gerne sozusagen vereinnahmt als Teil der Universität. Und er hat das also als Window, also als Fenster der Universität und als Labor. Ja, und da, also ich habe es vorhin schon gesagt, sagen Labor, also die in den Sozialwissenschaften, die Analogie zur Naturwissenschaft war da ganz sozusagen, wie sagt man, also die war ganz, stand im Raum, ja, auch die dann später die Chicago School begründet haben, also Burgess und Park haben auch in 1920, glaube ich, war das in so einem Grundlagenwerk über sozialwissenschaftliches Denken, die Soziologie als Naturwissenschaft versucht zu etablieren unter Rückgriff dann auf andere, die zu dem Zeitpunkt schon gearbeitet haben, Spencer und so weiter. Aber auf jeden Fall gab es einen Austausch zwischen dem Rektor der Universität und der Jane Addams darüber, ob sie da sozusagen reinkommen unter das Dach der Universität. Und sie hat sich hat den Begriff des Labors genutzt, um das sozusagen in Bausch und Bogen abzuleben und die Eigenständigkeit ihres Arbeitens, also sie wollte nicht in die Universität, sie wollte etwas Eigenständiges aufbauen, sie wollte sozusagen den Gedanken der Universität als wissenschaftliche Produktion oder als Wissenschaftsort
hat sie gesagt, es passt nicht zu dem, also auch zu dem aktivistischen Auftrag, den wir haben. I have always objected to the phrase sociological laboratory applied to us, because settlements should be something much more human and spontaneous than such a phrase connotes. And yet it is inevitable that the residents should know their own neighborhoods more thoroughly than any others and that the experience there should affect their convictions. Ja, also sie will nicht sozusagen die Nachbarschaften wie ein Labor behandeln, sondern sie will hingehen und im Kontakt, im Austausch mit den Leuten, die Gesellschaft, die Situation verbessern. Und ich habe nur jetzt diesen Zeitungsausschnitt mitgebracht, weil dieser Streit ist dann sozusagen eskaliert an einem Punkt, als in den ersten Jahren die Universität gegründet wurde und dann gewachsen ist, brauchte sie Flächen und eine Grundstücksbesitzerin aus Chicago hat der Universität Flächen geschenkt, gestiftet. Und dieser Grundstücksbesitzerin gehörte auch das Hull House. Und es gab hier eine Pressemitteilung, wenn man hier rechts schaut, sozusagen gives it a million, Miss Helen Covers present geschenkt für die Chicago University. Ja, da steht hier includes Hull House Land. Das stimmt ja aber gar nicht. Ja, und das hat dann sozusagen Jane Addams, zumindest ist es so kolportiert, sozusagen in der Zeitung gelesen und hat sich dann massiv aufgeregt, um nochmal deutlich zu machen und dann auch in öffentlichen Statements zu sagen, any absorption of the identity of Hull House by a larger and stronger body could not be other than an irreparable misfortune. Das heißt, ich erzähle das auch, sozusagen, weil sie, um zwei Dinge zu machen, einerseits den Begriff des Labors zu kritisieren oder zumindest hervorzuheben und zum anderen nochmal darauf hinzuweisen, dass es in dieser Form der sozialwissenschaftlichen Arbeit um etwas jenseits der Universität gab, ging etwas Eigenständiges, etwas Emanzipatorisches, was nicht funktionieren würde, so ihre Idee innerhalb der Klammer der Universität. Und der Begriff des Labors, den hebe ich deswegen heraus, weil nachdem sie das nicht gemacht hat mit ihrer Arbeit, haben dann später, ja, haben dann die männlichen Kollegen im Soziologie-Department sind draufgesprungen auf diesen Begriff des Labors, weil sie ja die Soziologie als Naturwissenschaft etablieren wollten und verstehen wollten und haben nicht nur das ArbeiterInnenquartier, sondern die ganze Stadt haben Chicago als Labor der Moderne interpretiert. Ja, und haben gesagt, also die The City as a Laboratory war der Slogan der frühen Chicago School, also der Stadtsoziologie, Park, Burgess und andere. Und haben das ganz affirmativ gedreht. Und wenn ich jetzt hier sage Männer und Frauen, und es war zum damaligen Zeitpunkt so ein richtiger Streit zwischen Männern, von denen teilweise auch ziemlich heftig vom Leder gezogen haben, und Frauen über die Art und Weise, wie man Sozialwissenschaften betreibt. Und sie haben sich gegenseitig, die Frauen, die Männer und die Männer, die Frauen, dann gegenseitig auch als solche, als männliche Soziologie und als weibliche Soziologie adressiert und attackiert, was dann dazu geführt hat, dass die Art und Weise, wie man die Settlement Sociology fokussiert hat, dann später ausgeschlossen wurde aus dem soziologischen Kanon innerhalb der oder aus dem der institutionalisierten Soziologie an der Universität. Und verbunden wurde mit anderen Einrichtungen. Unter anderem wurde ein Sozialarbeitsdepartment eingerichtet an der University of Chicago, wo es dann Nähen gab. Also die haben sich nie einkaufen lassen, die Adams und die anderen. Aber da gab es dann sozusagen ein Naheverhältnis, was dann dazu führte, dass diese Art Sozialwissenschaft zu betreiben, heute oder später und dann eben bis heute, in erster Linie in der sozialen Arbeit rezipiert wird. Und weniger in der Soziologie, weil die Soziologie, insbesondere die Stadtsoziologie, immer sozusagen diese Idee, die Stadt als Labor der Modernisierung, als Ausgangspunkt ihrer Arbeit nimmt und nicht sozusagen weiter zurückschaut. Die ganzen Methoden und so weiter, die wir gerade mit dem Hull House Maps and Papers und so weiter gesehen haben, sind dann aber sozusagen aufgegriffen worden von den Herren, die dann ethnologisch oder von der Chicago School, die dann auch ethnografisch gearbeitet hat und als Inspiration aufgegriffen worden. Manche haben es dann affirmativ auch sozusagen die Verbindung hergestellt. Einige haben einfach nur abgeschrieben und das nicht sozusagen und das ausgeblendet. Und
Robert Park, der sehr stark war oder sagen wir als Begründer der Chicago School, gilt hat auch aus seiner Ablehnung gegenüber dieser Verbindung der sozialwissenschaftlichen Arbeit mit dem sozialreformerischen Aktivismus kein Hehl gemacht. Ja? Der hat sozusagen gesagt, wir machen Wissenschaft, wir stellen sie schon in den Dienst von, wir meinen, die haben auch Studien gemacht, beispielsweise über die rassistischen Unruhen den blutigen Sommer 1919 in der Aufarbeitung, da haben sie schon auch Studien gemacht, aber die haben sie dann einfach sozusagen als Beitrag zur sozialpolitischen Diskussion gemacht und haben da eine Trennungslinie gezogen. Ich habe das aus verschiedenen Gründen, habe ich eingangs gesagt, wollte ich Ihnen sagen, diese Weltzeit damals nahebringen, weil ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit da einiges an Anregungen haben. Zumindest also das eine ist natürlich die Frage, wie wir mit Laborbegriffen und so weiter umgehen. Das war jetzt ein bisschen sehr aufgelegt zum Schluss. Aber das andere ist schon auch, wie wir dieses Verhältnis von Aktivismus oder was ist wir, aber wie man, wenn man sozusagen in der wissenschaftlich arbeitet, wie man das Verhältnis für sich selbst vermisst zwischen dem, was man schreibt und tut und beobachtet, ja, und dem, was man damit bewegt. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass jetzt gerade unter Covid-Bedingungen diesen Foto aus New York, aus einer Nachbarschaftsinitiative, in der Mutual Aid heißt die, in der sagen aktiv, also Analyse und Aktivismus wieder zusammengehen. Und da gibt es sozusagen auch heute jetzt auch sozusagen in den sozialen Bewegungen rund um die neue Wohnungsfrage und so weiter, gibt es sozusagen hier einiges, was mich erinnert an die Zeit damals, sicherlich in einer anderen Dramatik. Aber wenn man das, beziehungsweise wenn man sich den letzten Winter in den USA anschaut, wie unglaublich dramatisch es vielen Leuten dort ging, also deutlich heftiger als hier, dann, da gibt es schon Analogien und ich glaube, da sind so kann man sich ein bisschen inspirieren lassen von dem, was ich gerade erzählt habe. Eben auch also in dem Rahmen Logic of Discovery, also sagen die, sozusagen das, also wie erkennen wir eigentlich, was soziale Probleme oder gesellschaftliche Themen sind, mit denen wir uns auseinandersetzen und was machen wir damit. Ich hoffe, es war halbwegs interessant. Vielen Dank und jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Vielen, vielen Dank. Es war super spannend und ich könnte noch eine Stunde zuhören. Ich selbst habe ganz viele Fragen, aber ich habe gesehen, es gibt eine Frage schon im Chat. Sebastian, magst du deine Frage als erstes stellen? Ja, gerne. Danke für den Vortrag. Guten Morgen. Und was habe ich gefragt? Moment. Also dieser Aktivismus als Ansatz und der Pragmatismus, ich würde wissen, ob das so eine Art Welleneffekt in den Institutionen dann ausgelöst hat, im größeren Maßstab oder ob das wirklich dann von den Unis rein reaktionär irgendwie eher abgelehnt worden ist. Also das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich nicht so pauschal beantworten kann und will. Und das war, ich kann nur so ein paar Hinweise geben. Also das eine ist, dass sozusagen der Pragmatismus jetzt bei Dewey, der ist dann sozusagen in den Erziehungswissenschaften in der Frage, wie man Bildungsräume gestaltet, ja, stark rezipiert worden oder war da auch da war dann irgendwie auch sein Schwerpunkt. Und in den Bildungswissenschaften, da gab es dann, Sie haben gerade gesagt, Backlash, sozusagen, da gab es dann später, ich glaube, in den 1920ern war das so ein Streit so ein bildungswissenschaftlichen Streit um die Frage der Autorität des Lehrpersonals. Ja? Also sozusagen, geht das nicht zu weit, sozusagen dieser erfahrungsbezogene Ansatz, den er hat? Also muss man nicht selbst Hannah Arendt, ist da eingeschritten oder hat sich dann später positioniert zu diesem Streit und hat gesagt, sozusagen, also LehrerInnen brauchen mehr Autorität als das, was der Dewey sich da so vorstellt. Also da gab es eine intensive Auseinandersetzung. Aber es gab, also erstens mal gibt es diese Settlements bis heute. Ja? Also das Otterkringer Settlement ist 2000,
2 ist der Verein, der dann daraus entstanden ist, aufgelöst worden, aber es gab's ziemlich lange, als lokales Bildungshaus, wo sozusagen also diese sozialistischen und feministischen Ansprüche dann nicht mehr so da waren, sondern war so ein Nachbarschaftshaus, Bildungseinrichtung. Ist aber ganz gut aufgearbeitet, interessanterweise von einem Projekt mit Schülerinnen zusammen. Das, also wenn Sie das mal googeln, da gibt es ganz interessante Sachen dazu. Aber in der sozialen Arbeit, das habe ich ja vorhin angedeutet, also jetzt, wenn ich über die deutschsprachige soziale Arbeit denke, gibt es so in den Universitäten und Fachhochschulen, an einigen gab es so eine richtige so Tradition von: Wir lernen nicht an der Universität, ja, sondern wir gehen rein und wir arbeiten im Feld und wir arbeiten. Also ich habe beispielsweise in meinem Studium eine Zeit lang viel weniger gelesen, als dass ich einfach im Ort vor Ort war und Stadtteilarbeit gemacht habe. Ne? Dass in der Soziologie, in der akademischen Soziologie, also auch die linke akademische Soziologie war eine akademische Soziologie, wo das sozusagen das mit der von wegen Practice what you teach, also was die Praxis, also das ist sozusagen eine Praxis der Wissensproduktion und nicht des sozialen Handelns, also nicht der Agitation. Ne? Also das, aber auch da, wenn ich denke, sozusagen, also das, also viel später, wenn ich denke, sozusagen aus den 68ern heraus, auch was die Stadtplanung beispielsweise angeht, wobei Sie sind jetzt Architektinnen, aber in den 68ern war natürlich dieses, also aus einer studentischen sozialen Bewegung, bei mir heißt es eine studentische Arbeit, sozusagen Studentinnen in der Architektur, in der Raumplanung, in der Soziologie haben in vielen Großstädten in Deutschland und Österreich, wobei in Österreich kenne ich mich nicht so gut aus, aber in Deutschland beispielsweise die Unterbringung von Wohnungslosen enorm kritisiert und die Auflösung der Obdächer, ja, also dass man da immer noch sozusagen die Baracken hatte, wo die Leute untergebracht waren und so weiter, kam aus einer Kritik in der Universität heraus, die dann dazu geführt hat, und viele sind dann reingegangen und haben dann dort vor Ort dann auch Gemeinwesenarbeit neu erfunden und neu gemacht und versucht, das aufzubringen. Also es gab sozusagen viel an sozialen Bewegungen dann später, das wollte ich sagen, wo es Verbindungen gibt, aber so institutionalisiert würde ich das nicht sehen. Okay, danke. Und Sandra, deine Frage, die finde ich nochmal enorm interessant, ob die Frauen dort alleine gewohnt haben, mit oder ohne Familie auf Zeit. Also die Jane Addams hat da 30 Jahre gewohnt. Und das war beispielsweise ein Unterschied, der Robert Park und die Chicago School, die dann also so ab 1915 bis 1940 dann ethnografische Studien in Chicago gemacht haben. Der ist ja bekannt für seinen Spruch des Nosing Around, also der seine Doktorandinnen motiviert hat, rauszugehen und vor Ort zu sein und sich das anzuschauen und einzutauchen. Der hat aber nicht gesagt, die sollen da leben, ja, sondern die sind dann alle wieder rausgegangen. Und das kenne ich also jetzt auch in der Stadtsoziologie, gab es auch sozusagen lange oder immer mal wieder so eine Diskussion, dass wenn man herausfinden will, wie Lebensverhältnisse irgendwo sind, muss man sich eine Zeit lang da aufhalten. Aber der Unterschied sozusagen, die Brechung ist dann, sagen, Jane Addams hat da gewohnt. Ja? Die wollte auch nicht mehr weg, sondern die hat gesagt, das geht nur, sagen, ich bin da und das ist mein Projekt und da bleibe ich. Und das ist interessant, weil jetzt bei uns, bei also meiner Ausbildung in der sozialen Arbeit war es auch, gab es auch in den 90ern noch eine Debatte, dürfen wir eigentlich da Gemeinwesenarbeit machen, wo wir gar nicht wohnen? Ja? Oder ist das nicht arrogant und vermessen? Heute ist das keine große Debatte mehr, aber das war zu dem Zeitpunkt intensiv und hart geführt. Und Sie haben, und jetzt mit oder ohne Familie, ist ein interessanter Punkt, also die viele von den, also das war einerseits, viele waren für ein paar Jahre da und sind dann wieder gegangen, ja? Haben aber in der Zeit dann da gewohnt, waren dann sozusagen Residents. Ich weiß in erster Linie sagen über Biografien und Geschichten von alleinstehenden Frauen, die dort gewohnt haben. Also ich weiß jetzt nicht, ich wüsste jetzt nicht, aber das kann natürlich sein, dass das gab es. Das ist quasi Familienverbünde im Sinne von Familie mit Kind, die dann längerfristig dort gewohnt haben. Das ist mir nicht
mir nicht bekannt, sondern in erster Linie, und das war sozusagen die Gründungsphase in New York und in Chicago, waren es in erster Linie Frauen, die sich dort auch explizit gegen familiäre, für ein kommunenorientiertes, würde man heute sagen, Leben ausgesprochen haben. Und gesagt haben, wir stellen uns in den Dienst dieser Arbeit und wir machen das gemeinsam und dann wohnen wir auch da. Und die Häuser wurden nicht gebaut, sondern die haben sie gemietet. Ja, die wurden ihnen entweder gemietet oder sie wurden ihnen dann irgendwann mal überschrieben oder geschenkt von irgendwelchen Mäzen oder Stiftungen. Aber das waren schon, also irgendwann mal wurden sie dann umgebaut. Ja, also irgendwann mal in New York ist, glaube ich, nach 10 Jahren bei einem Settlement in der East Side, das, was ich genannt habe, da ist, glaube ich, abgebrannt, dann haben sie was Neues gebaut, was gepasst hat. Und es waren auch nicht nur einzelne Häuser, sondern es waren dann auch mehr. Also ich glaube, im Hull House haben sie noch irgendwann 5 oder 6 Häuser gehabt, das wurde relativ groß. Ich finde das total spannend, weil ich dachte, Sozialraumanalyse kommt wirklich von der Chicagoer Schule. Und irgendwie tut sie das ja auch, so wie du es erklärt hast, aber aus einer anderen Zeit auch, oder? Anderen Richtung. Das finde ich total interessant. Ja, also vor dem, ich, also was, ich gehe mal ganz also kurz. Also sozial, generell hätte ich vielleicht kurz erklärt, oder ich würde gern dich bitten, dass du sagst, was sind Sozialraumanalysen, weil ich finde das sehr spannend, das Tool. Und nachdem unsere Studierenden nicht alle jetzt Soziologie gemacht haben, ist vielleicht ganz spannend zu erklären, warum oder wie kann, weil Sozialraumanalyse kann man jetzt nicht nur für Städtebau anwenden, sondern auch für Architektur und Quartiersentwicklung, einfach um bestimmte Dinge zu sehen, oder? Das ist auch die Idee. Also der so ein ganz zentraler Ausgangspunkt, ja, von dem auch aus dem heraus dann auch viel entstanden ist, war in den 1870er und 80er, in den 1880er Jahren die Arbeit von Charles Booth und seinem Team in London. Ich hatte auch vorhin gesagt, sozusagen die Toynbee Hall und dann Beatrice Webb und andere Leute, die im Umfeld von Charles Booth oder mit ihm gearbeitet haben und in die Viertel hineingegangen sind. Und das war, wie gesagt, 1880er Jahre. Und das, ich wollte nur diese Website mit Ihnen teilen, weil die enorm interessant, also ich bin ziemlich begeistert von dem. Also das ist an der London School of Economics, eine, Sie sehen es, Booth LSE AC UK. Und was er gemacht hat mit seinem Team, war eben die Armutsverhältnisse oder beziehungsweise die sozialen Verhältnisse in London beschrieben. Und er hat das einerseits kartiert. Moment, jetzt habe ich gerade Schwierigkeiten mit meinem. So, aber Sie sehen es irgendwie hier. Es gibt dann da auch, und Sie haben dann neben der Kartierung, also gab es qualitative, würde man heute sagen, Aufzeichnungen, ja, wo Sie geschrieben haben, was die Leute gemacht haben. Und wenn Sie auf dieser Webseite gehen, dann gibt es hier so einen Haufen von Fotos und Beschreibungen. Und da war sozusagen dieses Zusammengeben von quantitativen und von qualitativen Geschichten war hier angelegt. Der Booth ist schwierig, ja, also so mit seinen Positionen. Das ist generell so, dass, nicht generell, aber bei Booth ist es so, dass er auch durchaus äußerst abschätzig über die Leute gesprochen hat, die er, was er da vorgefunden hat. Also er war da auch sehr distanziert, aber das hat ihn dann das andere in seinem Umfeld dann eben nicht, die dann hingegangen sind und die Settlements aufgemacht haben. Ich wollte Ihnen das noch irgendwie einmal zeigen, also das ist sozusagen nochmal ein sehr schönes Tool. Bei Hull House gibt es ähnliche Geschichten, also wo diese alten Karten gut aufbereitet sind. Die Sozialraumanalyse ist eben sozusagen ein weites Feld, also auch mit ganz, ganz vielen Methoden, die sich da finden. Ein weites Feld der Arbeit, an der, also du steckst schon im Namen drin, sozusagen der Beschreibung von der räumlichen Manifestation von sozialen Verhältnissen und beziehungsweise der Wechselverhältnisse. Und es gibt aber nicht eine Methode der Sozialraumanalyse, sondern es gibt beispielsweise, wenn Sie den Sozialraumatlas von Wien anschauen, das, was die MA18 regelmäßig macht, sozusagen, das ist eine quantitative Geschichte, wo sie einfach Milieus kartieren und dann irgendwie zeigen, wo wohnen Leute mit hohem Einkommen, mit geringem Einkommen, mit Migrationshintergrund und so weiter. Und dann gibt es aber auch qualitative Zugänge, beispielsweise eben in der sozialen Arbeit,
oder aus der sozialen Arbeit heraus, so Nadelmethoden und sowas, also arbeiten beispielsweise mit Kids hingeht, um mit ihnen, oder Mental Maps kennen Sie vielleicht, hingeht und sozusagen mal aufschreibt, wie sie bestimmte Räume wahrnehmen, ja, wo Angsträume sind, wo sie sich wohlfühlen und so weiter. Und dann das zum Ansatzpunkt nimmt, und das ist der Punkt, zum Ansatzpunkt nimmt, um dann damit auch etwas zu tun. Und das ist sozusagen, die Sozialraumanalysen sind selten, sagen la pour la, warum sollte man das machen, sondern stehen meistens sagen, in Auftragsverhältnissen, also mit dem Anspruch, daraus etwas zu tun, ja, und ein Problem beispielsweise zu erkennen, um dann mit dem Wissen über die räumliche Manifestation dieser Probleme oder überhaupt über den Raum an diese Probleme heranzukommen, dann entweder sozialpolitisch, kinder-jugendpolitisch oder stadtentwicklungspolitisch agieren zu können. Dankeschön, Simon. Hanna, magst du deine Frage selber stellen? Ja, kann ich machen. Welche sozialen Milieus waren im Hull House vertreten und was hat die Adams mit ihrer sozialen Arbeit damals nachhaltig erreicht und was davon gibt es heute noch in weiterentwickelter Form? Ja, also ganz kurz, ich muss einen Nachsatz, machen. Die Adams ist ja eigentlich, also nach dem Tod ihres Vaters, was sie war, hat sie einiges an Geld geerbt und hat dann mal eine Europareise gestartet. Also eigentlich kann man jetzt nicht sagen, sie kam aus am schlechten sozialen Milieu. Ja, das ist auch das Gegenteil von dem, was ich sagen wollte. Also ich wollte, das ist ja genau der Punkt, sozusagen der Vorwurf, den Ihnen dann später Leute gemacht haben. Die kam aus bürgerlichen Verhältnissen, auf jeden Fall. Und die feministische Bewegung damals, die mussten sich diese Reisen ja leisten konnten. Das wäre falsch, wenn ich das rübergebracht, also wenn ich gesagt hätte, das ist keine emanzipatorische, wenn ich den Begriff des Emanzipatorischen genutzt habe, wollte ich damit nicht sagen, dass diese Art von Sozialwissenschaft eine ist, die aus der Arbeiterinnenschaft heraus entstanden ist. Ganz im Gegenteil. Sondern es waren gebildete Frauen, die dorthin gegangen sind. Also dann wär mein ganzes Konstrukt, so ein konzeptionelles Konstrukt, jetzt nicht angekommen, wenn das bei Ihnen hängen geblieben ist. Weil als ich sozusagen mit Kontakt als Methode gesprochen habe, das und auch mit dem Begriff des Settlements, das war, die ganze Idee war, also das war die Bewegung von Leuten, die intellektuell geschult waren, Frauen in erster Linie, und gesehen haben, was es für ein Elend gibt in diesen Quartieren und für sich den Auftrag, die Mission, könnte man auch sagen, entwickelt haben, dorthin zu gehen und dort zur Veränderung beizutragen. Was sie dann aber gemacht haben, und da sozusagen, und da gibt es dann unterschiedliche Lesarten, kritischer und weniger kritisch, und da gibt es auch sehr unterschiedliche Ausprägungen in den verschiedenen Settlements, ist über die Verbindung von, also nicht rein Aktionismus, also nicht hinzugehen und zu sagen, ich weiß, wie es funktioniert, sondern über die Analyse und den Austausch mit den Leuten vor Ort für Verbesserungen einzutreten. Und beispielsweise die Jane Adams hat ständig Demonstrationen organisiert. Ja? Also die haben sozusagen, die haben sich die Situation angeschaut, die haben ganz berühmt war sozusagen ein March in dem sie dafür eingetreten sind, heute würde man sagen, Müllabfuhr zu organisieren, ja, und zu sagen, Leute, das müsst ihr wegholen, ja, sondern die Kinder spielen hier im Müll. Wenn die Kinder im Müll spielen, dann sind sie krank und die Kinder können den Müll nicht wegräumen, da müsst ihr irgendwie hin. Und ihre Art war eine, und das macht dann in der sozialarbeiterischen Rezeption das Ganze auch sozusagen so, diese Art der Gemeinwesenarbeit auch speziell, die sagt, meine Arbeit ist nicht eine Arbeit der, sozusagen, nicht nur eine Arbeit des Pädagogischen, sozusagen, die Kids brauchen eine bürgerliche Bildung, sondern ist eine auch politische. Ich setze eine sozialreformerische. Ich sehe hier Not und diese Not verstehe ich nur, weil ich es mit den Leuten zusammen bewege, ja, und zusammen analysiere. Und dann versuche ich an den Stellen, sagen, da wo es geht, dafür einzusetzen, und sie war enorm gut durch das Kapital, was sie haben, stimmt natürlich, oder das ist eine ganz wichtige Ressource, die sie eingesetzt hat, ja, also ich meine, der Dewey, der wäre ja nicht, sagen, der geht da nicht hin und hält Vorträge, also wenn Sie sich das auf der Webseite vom Hull House Museum, was es heute ist, sozusagen mal anschauen, da sind so Programme eingestellt und so, wer da was, sozusagen, welche Vorträge gehalten hat und weiter. Das hat sie als Ressource genutzt, ihren bürgerlichen Hintergrund, um dort Aufmerksamkeit herzustellen. Und das wäre,
Und das ist ja auch angelegt in diesem, in das, was ich vorhin auch versucht habe, deutlich zu machen, in ihrem Streben nach Konsens. Ja? Sie wollte ja quasi sozusagen diese Welten überbrücken. Ja? Sie hat keine ArbeiterInnen-Sozialisation, die aus der heraus sie vielleicht eine Identität entwickelt hätte, wie dann andere ArbeiterInnen-Führerin das gemacht haben, sozusagen des Klassenkampfes, ja? Sondern sie kommt woanders her und sie wollte das zusammenbringen. Es ist gut, dass Sie darauf hinweisen, weil das wäre sonst falsch gewesen. Also kann man eigentlich sagen, dass heute noch in der Sozialarbeit wesentliche Bestandteile gibt von der Adams? Wahrscheinlich schon, oder? Ja. Also jetzt in der deutschsprachigen, die ganze Tradition der Gemeinwesenarbeit geht auf diese, also auf der Begriff sozusagen als dritte Methode. Neben der individuellen Arbeit und der Gruppenarbeit geht sozusagen, also die sozialraumorientierte oder die Gemeinwesenarbeit geht daraufhin zurück. Und ist auch dann immer, oder auch die, es gibt so auch dann Ansätze der Sozialarbeitspolitik, also die Verbindung, die Suche nach dem politischen Mandat, nach dem eigenen Mandat. Das finde ich interessant, als jemand, der 10 Jahre in der Sozialarbeit unterrichtet oder auch unterwegs gewesen ist und davor und danach in der Raumplanung. Der eigene professionelle Kodex, ja, die Suche nach einer professionellen Haltung, ja, sozusagen die soziale Arbeit ist da sehr explizit, ja, mit Auseinandersetzung als Menschenrechtsprofession und sich zuschreiben, dass wenn man als Sozialarbeiterin entweder mit Geld oder ohne Geld, wie auch immer, unterwegs ist, hat man eine bestimmte Haltung und schreibt sich einen bestimmten professionelles Mandat zu. Man spricht dann vom sogenannten Trippelmandat. Man hat das Mandat des Staates, wenn er einen finanziert oder eine finanziert. Man hat das Mandat derjenigen, die beispielsweise Hilfe in Anspruch nehmen. Und man hat aber auch die eigene Haltung. Ja, diese Debatte kenne ich beispielsweise, ist in der Planungsethik oder in anderen Bereichen weit weniger ausgeprägt. Ja, aber das Ich finde es schwierig, sozusagen über meine professionelle Arbeit nachzudenken, ohne mich auch sozusagen mit Haltungen auseinanderzusetzen. Ja? Also zu überlegen, mit was für einer Haltung ich das Ganze eigentlich tue. Aber das könnte man jetzt nicht, muss man nicht nur auf die soziale Arbeit reduzieren, das kann man natürlich auch, Sandra hat es vorhin gefragt, auch auf die Wissensproduktion. Ja? Also mit welcher Haltung mache ich Wissenschaft beziehen. Ich finde das spannend. Vielleicht können wir hier kurz bleiben, weil das ist auch Thema vom Modul Haltung. Oder Verantwortung. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass man als Architekt Verantwortung hat. Und gerade passend zu deinem Vortrag ist, genauso wie Raumplaner, Architekten planen ja Lebens- und Arbeits- und Wohnräume für Leute, wo die dann halt auch leben müssen. Und man ist halt irgendwie auch den Bewohnern verpflichtet. Vielleicht gibt es noch einen Kommentar zur Ethik. Ich würd gerne noch mal zur Architektur einen Kommentar abbringen, weil aus diesen feministischen Kreisen heraus gab es natürlich auch Debatten in die Architektur hinein. Ja? Also auch die Art, wie sie gelebt haben, das ist ja naheliegend. Und aus diesen Kontexten heraus oder aus den Debatten ist auch die Idee für das Ein-Küchen-Haus entstanden. Ja? Also Architektur, wenn man sich jetzt diese Überlegungen sozusagen des Gemeinschaften, Demokratie als Lebensform und so weiter anschaut, dann steht da bestimmt nicht als Ableitung unten drunter kleinbürgerliche Familiengrundrisse. Ja? So, da steht bestimmt auch nicht drin sozusagen Mikrowohnungen oder so eine Sache, sondern da gab es dann auch sozusagen Architektur, also Reformarchitektur, Überlegungen heraus, wie man mit Grundrissen, mit räumlichen Konfigurationen Wohnformen ermöglichen kann, die, Stichwort Demokratie als Lebensform, sozusagen zur Vergemeinschaftung beitragen und sozusagen die Ressourcen der Gemeinschaften, also stärkende Gemeinschaften herstellen. Interessant finde ich beim ein Küchenhaus, dass das dann später nicht, also das ist, hat so eine sozialistische sozialistischen Ursprung, ist aber in ganz unterschiedlichen, also hat sich nie so richtig durchgesetzt, aber es ist durchaus auch in liberalen und bürgerlichen Kontexten später mal als Modell überlegt worden. Und sagen, geht ja bis hin zu heute, wenn wir uns sozusagen heute so
Bauprojekte und neue Geschichten anschauen oder Clusterwohnungen, da gibt es dann, also gibt es Bezüge auch sozusagen in die Architektur, in die aktuelle Frage, wie man heute Wohnbau betreiben kann. Da finde ich interessant, dass bei euch aus dem Wohnbau heraus, da gibt es ja gerade das aktuelle Heft von der Arch Plus über sozusagen das Ende des Wohnbaus als Typologie, wo sozusagen auch laut da genau auch solche Stränge aufgegriffen werden, beispielsweise von Ludger Schwarte in so einem Philosoph in einem Beitrag, aus dieser Zeit herauskommen, die irgendwie sagen, warum macht das nicht Sinn, heute sozusagen diese radikale Funktionalisierung der Architektur im 20. Jahrhundert oder in der Moderne, ja, sozusagen in der funktionalen Trennung, also erstmal in der Erfindung der Funktion Wohnen, ja, uns dann sozusagen also gegen oder von oder in der Trennung von Produktion und Reproduktion, da sozusagen das wieder aufzubrechen und sozusagen zu anderen eher synthetisierenden Mustern zu kommen. Finde ich eine ganz interessante Debatte. Darf ich dich da noch was fragen, was ich mir nämlich vorher aufgeschrieben hat? Es war, du hast am Anfang gesprochen, Ziel war Wissen zu generieren, praktisches Wissen. Und Knowledge sozusagen als Opposite to the Abstract. Und da dachte ich, ist es nicht schwierig, eine zeitlose Antwort auf die Fragen zu finden? Oder wie geht die Soziologie damit um? Weil man muss ja eigentlich bestimmte Fragen abstrakt behandeln, um zeitgemäß zu bleiben. Weil die Lösung ja immer einer bestimmten Politik, Gesellschaft, Zeit entspricht. Kannst du da? Ja, ich weiß nicht ganz genau, ob ich deine Frage verstanden habe, aber das zum damaligen Zeitpunkt gab es keine, ja, wir reden über 1880er Jahre, gab es vorher noch keine empirische Sozialforschung, gab es einfach nicht. Sondern es gab die Philosophie, die abstrakt gedacht hat, und es gab die Naturwissenschaften und so weiter und so fort. Und das, was da sozusagen entstand, ist sozusagen, die sozialen Verhältnisse müssen beobachtet und interpretiert und erklärt werden. Ja, das ist ja sozusagen so das ist ja der Unterschied der Soziologie oder der Sozialwissenschaften zur Philosophie. Ja, das, was da passiert, können wir nicht aus uns heraus erklären, wir müssen uns das anschauen. Wenn die Arbeiter ausgebeutet werden, dann entsteht da was daraus. Aber wenn die ArbeiterInnen ausgebeutet werden, das ist sozusagen das mit dem Universalismus, dann steht das sozusagen in einem größeren Zusammenhang. Ja, der was sozusagen, also, und das ist ja das, was sie dann interpretiert, sozusagen als die, also was Adams interpretiert als das ethische, kollektive und individuelle Versagen, sozusagen steht im Zusammenhang, da passiert was. Ja? Also mit der Art und Weise, wie jetzt produziert wird, das reißt, ja, das entfremdet die Leute, reißt alte Verbünde, die im Zweifelsfall auch patriarchal gewesen sind, ja, und sich und entmündigend und so weiter und so fort. Aber die Form, die sie beobachtet in den Sweatshops, sagt, das ist, sagen, das sind nicht individuelle Schicksale, also es sind individuelle Schicksale, die aber so über eine größere Logik, ja, der Industrialisierung zusammenhängen. Also das ist eher der Punkt. Uns das aber verstehen, deswegen finde ich das eine Beispiel, was ich gebracht habe, das finde ich, veranschaulicht das so. Ja? Wenn du sprichst sozusagen, also die gehen raus und in einer Familie kann nicht mehr gearbeitet werden wegen einem Arbeitsunfall, dann ist das ein Privat. Und das ist klassische, also da ist viel Sozialarbeit draus entstanden oder viele Gedanken in der sozialen Arbeit, dann ist das ein Problem. Wenn du aber feststellst, links und rechts davon sozusagen ist das Gleiche, dann kannst du auch nicht mit pädagogischer Arbeit oder irgendwie sowas da weiterkommen oder den individuell helfen, sondern dann erkennst du ein Muster und mit diesem Muster versuchst du dann auf einer anderen Ebene zu arbeiten. Das war Ihr Ansatz. Vielen, vielen Dank. Wir haben eine Frage von Sebastian. Ist schon ein bisschen länger her. Magst du die stellen? Oh ja, die kann ich leider nicht beantworten. Das musst du selber recherchieren, aber gib mir die Antwort. Alles klar. Ja. Danke. Danke. Vermute eher mal nicht. Dann gibt es noch eine Frage von der Marlene. Ja, ich wollte zu den Settlement-Häusern eher so zum Raumprogramm mal fragen, also ob das jetzt
wie die ausgeschaut haben und was das für, was die für Räume für die Nachbarschaft angeboten haben, oder waren das wirklich jetzt rein Bildungsräume oder halt auch irgendwie Ausweichort für die Enge in den Wohnsituationen? Also die ganz kurze Antwort ist, es gibt eine ganz tolle Dissertation so, zum raumtheoretischen Programm von Hannah Haus, jetzt kommt Lienhardt heißt, glaube ich, die Kollegin, die auch nachzeichnet, sozusagen, wie also die Idee des Pragmatismus dann in den Raum übersetzt wurde. Die ist wirklich fein, so 5 Jahre alt oder so. Aber das ist jetzt sozusagen die kurze Antwort. Und die lange Antwort ist, oder auch längere Antwort ist, das Raumprogramm, also erstens mal sozusagen, also die, was habe ich gesagt, 1911 gab es so um die 500, ne? Die haben halt Häuser und machen die Häuser auf und versuchen dann mit denen so gut es geht irgendwas zu machen und neue Dinge zu machen, die es vorher nicht gab. Ja? Kinderbetreuung, also frühkindliche Geschichten, Nachbarschaftstheater, ja, also Kultur und Kunst spielten da noch. Sowas gab es vorher nicht, ja, weil es diese Siedlungen auch vorher nicht gab. Das ging ja wahnsinnig schnell, ja. Also 50 Jahre vorher war Chicago fast noch ein Dorf, ja. Und jetzt gibt es diese Siedlungen und in diesen Siedlungen, da gab es halt keinen Staat oder irgendwie was, der sich hingesetzt hat und das geplant hat und gesagt hat, hier wohnen jetzt 10.000 Arbeiterinnen, also brauchen wir eine Waschküche und das und das und das und das gab es nicht, ja. Sondern die waren alleingelassen in ihrem Elend und doch wahnsinnig dicht aufeinander. Und dann haben die angefangen, also von der Waschküche bis zum Kindergarten, Innovation zu betreiben, zu experimentieren und also an die Gemeinschaft, an die Nachbarschaft orientierte Angebote zu machen, dass sie da hinkommen. Und das Raumprogramm war eins, was per se offen war. Ja, also es war zumindest der Anspruch, und das wird auch immer so beschrieben, die waren dann, Kinder sprangen überall rum und so weiter, das muss ein ziemliches Chaos gewesen sein. So wird das auf jeden Fall immer beschrieben. Ja? Also, dass es da keine große Hierarchie zwischen den Räumen gab, sondern dass die schon unterschiedliche Funktionen haben. Also da wird dann gekocht und da wird gewaschen und da wird das gemacht, aber dass es sehr offen gewesen ist. Okay, eine Frage haben wir noch vom Chat. Wie heißt die Dissertation, von der du gesprochen hast? Lienhardt, hast du gesagt? Und dann haben wir noch Zeit für ein oder zwei Fragen von euch. Habe ich eine vergessen im Chat? Lienhardt habe ich einen Vertrag. Wie? So, können wir das sehen? So, ups. Ja. Ja. Inga Pienhardt, danke schön. Gibt es noch eine Frage an den Simon Güntner? Wenn nicht, Sandra, bin ich eigentlich auch nicht unfroh, weil relativ, die nächste Vorlesung wartet. Ich bin noch nicht ganz fertig. Okay, dann bedanke ich mich.